liebe Selbstdenkerinnen und Selbstdenker. Als Vertreterin der Ingenieure 22 für den Kopfbahnhof möchte ich Ihnen heute unsere aktuellen Projekte vorstellen und auch einige Worte zur Volksabstimmung sagen. Im Juli wurde der sogenannte Stresstest für Stuttgart 21 präsentiert, bei dem 49 Züge bei guter Betriebsqualität nachgewiesen werden sollten. Das Ergebnis kennen wir alle, der Tiefbahnhof hat nicht bestanden. Die Leistungsfähigkeit des heutigen Kopfbahnhofs dagegen wurde nie ermittelt. Offenbar war das von Seiten der Stuttgart 21 Betreiber auch gar nicht gewünscht. Man wollte lieber gar nicht wissen, was der Kopfbahnhof heute schon leisten kann. Aber wir Ingenieure, wir wollten das wissen und Sie alle auch. Erinnern Sie sich noch an den Spruch, der letztes Frühjahr an mehreren Prellbögen im Hauptbahnhof zu lesen war? Hier enden die Möglichkeiten des alten Bahnhofs. Stuttgart 21 kommt. Nicht. Herausfinden, was die Möglichkeiten des alten Bahnhofs sind, also wie viele Züge der jetzige Kopfbahnhof in der Spitzenstunde abfertigen könnte. Dank Ihrer zahlreichen Spenden konnten wir das Gutachten bei Viereck und Rösler in Auftrag geben. Und wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie das ermöglicht haben. Haben Sie sicherlich schon aus den Medien erfahren. Der bestehende Kopfbahnhof kann mit einem niedrigen Millionenbetrag 56 Züge in der Spitzenstunde abfertigen, gegenüber 49 Zügen mit mehreren Milliarden bei Stuttgart 21. Mehr S-Bahnen fahren, weil die S-Bahn-Gleise an den Hauptbahnhof angeschlossen sind, also an den Kopfbahnhof, was sie bei Stuttgart 21 ja nicht mehr sind. Das ist also ganz wichtig für die Pendler. Und da muss man sich doch fragen, warum viele Milliarden für einen Bahnhof ausgeben, wenn der jetzige mehr leisten kann, als der neue jemals leisten wird. Außerdem sprechen wir Ingenieure an, die Personenströme im Tiefbahnhof ermitteln zu lassen. Wir wollen wissen, wie schnell Menschen diesen Tiefbahnhof im Notfall verlassen können. Dies geschieht mit Hilfe eines komplexen Computerprogrammes. Und auch hierfür erbitten wir Ihre Unterstützung, damit wir das Ergebnis noch vor der Volksabstimmung veröffentlichen können. Informationen erhalten Sie im Internet unter www.ingenieure22.de oder direkt an unserem Banner, das steht da. Und wie argumentiert die Gegenseite auf die von uns ermittelten Zahlen? Mit dem Beginn Ihrer Kampagne für die Volksabstimmung haben sich die Betreiber von Stuttgart 21 endgültig von der inhaltlichen Auseinandersetzung verabschiedet. Argumente setzen Sie nur noch auf Gemeinplätze, Emotionen und Drohungen. Vielleicht, weil es keine überzeugenden Argumente gibt? Noch niemals gab. Es wurde eine Drohpolice von Ausstiegskosten in Höhe von 1,5 Milliarden Euro aufgebaut. Lügenpakt!
halten, obwohl selbst die Wirtschaftsprüfer in der sogenannten Schlichtung große Teile davon nicht als Ausstiegskosten einstuften. Auch aus Sicht von uns Ingenieuren ist die genannte Summe überhaupt nicht haltbar und viel zu hoch. Einer entsprechenden Presseerklärung seitens der Ingenieure 22 vom Freitag vorletzter Woche hat die Bahn bis heute nicht widersprochen. Und das beim zentralen Thema ihrer Kampagne ist das schon bemerkenswert. Wir Ingenieure wollen keine Emotionen schüren, sondern mit Fakten argumentieren. Wir gehen von den Bürgern als Selbstdenkern aus, die sich nicht für dumm verkaufen lassen. Die Kampagne für die bevorstehende Volksabstimmung sehen wir deshalb als Möglichkeit, unsere Informationen großflächig ins Land zu tragen. Wir hoffen, dass die Menschen im Land merken, dass Stuttgart 21 unnötig und überteuert ist und andere wichtige Schienenprojekte wie die Rheintalstrecke oder die Südbahn kannibalisiert. Und wie stehen wir zur Volksabstimmung? Wir wollten nie eine Volksabstimmung im ganzen Land. Und wir wissen, wie unfair die Regeln für die Volksabstimmung durch das Quorum sind. Trotzdem plädieren wir für eine Teilnahme an der Volksabstimmung und natürlich für ein Ja zum Ausstieg. Dabei muss man betonen, dass die Volksabstimmung ja nur eine Abstimmung über die Finanzierungsanteile des Landes am Projekt Stuttgart 21 ist. Für den Ausgang der Volksabstimmung gibt es drei mögliche Szenarien. Wenn wir die Volksabstimmung gewinnen, das heißt Mehrheit und Quorum erreichen, stehen die Chancen gut, dass das Projekt ganz eingestellt wird. Dann kann die Volksabstimmung zu dem von allen herbeigesehenen Frieden in Stuttgart und auch innerhalb der Regierung führen. Wenn wir die Mehrheit erreichen, aber das Quorum nicht schaffen, haben wir zwar rechtlich gesehen verloren, aber wie will denn die Bahn weiterbauen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist? Wie ungerecht das Quorum ist und wie echte Demokratie dadurch verhindert wird. Wenn wir keine Mehrheit erreichen, gut, dann ist das Kündigungsgesetz abgelehnt und die Finanzierung des Landes bleibt erstmal, wie sie ist. Aber, und das möchte ich betonen, keine Volksabstimmung der Welt macht Stuttgart 21 sinnvoll. Egal wie die Volksabstimmung ausgeht, sämtliche Nachteile, Risiken und Mängel von Stuttgart 21 bleiben bestehen. Oder salopp gesagt, Murks bleibt Murks und wird auch durch eine Volksabstimmung über die Finanzierungsanteile des Landes nicht besser. Wir uns auch nach der Volksabstimmung für den Kopfbahnhof als bessere Alternative einsetzen. Am 28.11. werden wir uns deshalb hier alle zur 101. Montagsdemo treffen, entweder zum Demonstrieren oder zum Feiern. Oben bleiben!